Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir schon wieder kein Roblox. Denn heute habe ich sehr schlechte Nachrichten für euch. Roblox ist für immer tot. Zumindest wenn man den Kommentaren unter meinen Videos, den Kommentaren unter meinen TikToks und den Kommentaren eigentlich überall im Internet glauben mag. Crafter, du bist heute übrigens auch mit dabei. Moin, moin. Und ich werde jetzt mir einfach mal ein paar von diesen Kommentaren angucken, schauen, was die Leute da so alles für Behauptungen aufstellen und euch sagen, warum das totaler Schwachsinn ist und warum Roblox natürlich zurückkommen wird. Wie wird es dann mit der Verlosung sein, kann ich auch mal ansprechen. Die Verlosung wurde jetzt aufgelöst, die Gewinner stehen fest, aber wir müssen warten, bis die Roblox-Server wieder online sind, damit Gewinner ihre Pets bekommen können. Ich dachte, meine Anziehsachen sind weg, das dachte ich auch. Die bösen Kommentare, ich habe nämlich ein paar von denen gesehen. Ich habe aber manche von denen beantwortet mit, das ist totaler Schwachsinn, und haben die ihre Kommentare einfach wieder gelöscht. Das finde ich echt schade. Ich sollte dumme Kommentare lieber nicht mehr beantworten. Und Leute, wenn ihr irgendwas im Internet aufschnappt, von wegen die Roblox-Server sind down, weil Mickey Mouse es so gesagt hat, dann glaubt das nicht direkt und sagt es den anderen Leuten weiter, weil je mehr Leute sowas weiterlabern, desto mehr glauben es dann auch alle anderen. Dabei gibt es gar keine Beweise. Fragt nach, woher hast du die Informationen? Warum sollte man dieser Information trauen? Nur Roblox down? Ernsthaft? Roblox ist mein Leben. True. Roblox ist auch mein Leben. Ich kann es verstehen, wenn man viel Zeit in Roblox verbringt, dass das hart für einen ist. Ich habe draußen Kinder Squid Game spielen sehen. Vielleicht solltet ihr auch mal rausgehen und Squid Game spielen. Ja, Account gelöscht. Das ist auch, viele Leute schreiben auch immer noch. Selbst unter diesem Video hier. Mein Account wurde gehackt. Und nein, euer Account wurde nicht gehackt. Niemand kann euren Account hacken, wenn die Roblox-Server down sind, weil niemand auf die Roblox-Server raufkommt. Und damit ich euch das einmal erklären kann, was es bedeutet, dass die Roblox-Server down sind. Das ist ein Roblox-Server. Guck mal, der hat hier so Striche. Und das hier bist du. Wenn du Roblox spielen willst, sagst du einmal zum Roblox-Server, hallo, ich möchte Roblox spielen, und der Roblox-Server schickt dir ein Roblox zurück. Und das macht der Roblox-Server mit allen anderen Leuten auch. Wenn ihr dann eure Robloxes alle zurückbekommen habt und auf demselben Server seid, dann könnt ihr miteinander Roblox spielen. Wenn der Roblox-Server jedoch weg ist, dann kommen keine Robloxes mehr zurück und dann könnt ihr auch nicht mehr miteinander spielen. Das bedeutet aber nicht, dass euer Account gelöscht ist. Das bedeutet einfach nur, dass es kein Roblox mehr für euch gibt, solange der Server weg ist. Dann gibt es nur noch euch und ihr seid allein, traurig und einsam und weint. Manche Leute haben auch geschrieben, yo, vielleicht wurde ich nicht gehackt, aber jetzt bin ich abgemeldet und mein Passwort ist weg. Leute, wenn ihr eure E-Mail-Adresse angegeben habt, dann könnt ihr euer Passwort wieder zurücksetzen darüber, wenn die Server wieder online sind. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse nicht angegeben habt, dann seid ihr selber schuld. Wir haben so oft gepredigt, gebt eure blöde E-Mail-Adresse wenigstens an, damit euer Account halbwegs sicher ist. Wenn ihr selbst das nicht macht, dann war euch euer Account auch nicht wichtig genug. Also im Ernst, ich habe Roblox gelöscht. Das Ende von Roblox. Das Ende von Roblox. True. Weil es gibt einen neuen Namen. Was für einen neuen Namen? Die Leute schreiben auch immer, yo, Roblox hat die Server jetzt rund down gemacht, weil Roblox an einem fetten Update arbeitet. Niemals würde Roblox an einem fetten Update arbeiten und dafür so viel Downtime in Kauf nehmen. Jetzt, wo der Server sowieso down ist, so sieht der Server übrigens aus, wenn er down ist, der ist traurig, dann denkt sich Roblox vielleicht, okay, der ist jetzt sowieso down. Also können wir jetzt die Zeit nutzen, um alles zu verbessern, was es gibt. Weil wenn die jetzt sofort dran gearbeitet hätten, dass der Server wieder online geht, das symbolisiere ich hier auch einmal, der Server ist wieder online, aber der Server hat immer noch ein paar Fehler, dann wird er ganz schnell wieder down gehen. Und dann werden die Leute noch mehr wütend auf Roblox. Stattdessen nimmt sich Roblox jetzt die Zeit, um wirklich alle Fehler, die der Server hat, auszubessern. So zum Beispiel, dass die Server wieder gut funktionieren, weil der Schaden ist schon angerichtet. Roblox kann jetzt nichts mehr daran ändern, dass so ein riesen Schaden angerichtet wurde. Deswegen, wenn der Server jetzt 2 Tage länger down ist, ist es nicht so schlimm wie für Roblox, wie wenn er über einen Zeitraum von vielleicht sogar 4 oder 5 Tagen regelmäßig down geht. Deswegen ist es eine gute Business-Strategie von Roblox, die Server down zu lassen, bis sie wirklich sicher sind, dass alle Fehler behoben sind. Roblox pleite? Ja, oder ich hab auch einen Kommentar gesehen, dass Roblox, weil sie jetzt schon 1 Tag lang und offline sind, so viele Schulden gemacht haben dadurch, dass sie nie wieder online gehen können, weil sie sich die Server nicht mehr leisten. Roblox ist ein Multimilliardenunternehmen. Victor, wie kannst du eigentlich Roblox spielen, wenn Roblox-Server down sind? Das sind halt alte Videos, Leute. YouTuber produzieren vor. Wollte ich auch nochmal so sagen, weil vor allem auf TikTok kriegen wir ständig solche Kommentare. Crafter, du hast mir diese beiden TikToks geschickt, die will ich mir jetzt auch mal angucken. Ich lade einmal die Seite neu, damit wir von vorne starten, dann kann ich mal gucken, was gesagt wurde. Roblox is working, just do this. Was denn? Man kann es nicht sehen, Bro. Okay. Hä? Okay, das probieren wir mal aus. Wir gehen zur Roblox-Webseite. Wir sind auf www.roblox.com. Wir laden die Seite neu. Was sollten wir machen? Ich schließe meinen Browser. Ich öffne den Browser nochmal. Augenblick. Wo ist mein Browser? Ah ja. Ich hatte das immer auf einen Shortcut auf meiner Tastatur, aber der Treiber funktioniert gerade nicht. Und wir gehen wieder auf die Seite, drücken nochmal auf erneute Formular und Übermittlung und wir sehen, oh mein Gott, das funktioniert, wir sind wieder auf Roblox drauf. Okay, gut, danke für diesen Tipp. Roblox J64 hat echt gut funktioniert, Bro. Okay, was haben wir hier noch? Delete the app. Reinstall.
A few times, alles klar. Das ist auch so ein Schwachsinn. Leute, wenn die Roblox-Server down sind, dann sind die Roblox-Server down. Roblox, also die Server sind nicht wirklich down. Roblox ist im Maintenance-Mode. Das hier ist ein Maintenance-Screen, egal wo ihr auf Roblox hingeht. Ihr kriegt diese Seite zurückgeschickt, weil Roblox gerade an den Servern arbeitet. Das könnt ihr nicht einfach umgehen. Also es gab einen Dev-Forum-Post, den Crafter rausgesucht hat, wie man das doch umgehen kann. Aber wir haben eben geguckt, das geht scheinbar nicht mehr. Okay, gucken wir uns nochmal an. Chipotle ist schuld. Ja. Chipotle ist schuld. Hat mir Victor geschickt, sollte ich mir mal anschauen. Was sagst du dazu, Crafter? Meinst du, Chipotle ist schuld? Hundertprozentig. 14 Millionen Spieler. Und das würde Roblox absolut killen. Ich komme aber auf diese Seite nicht, die mir Roblox Victor geschickt hat. Dann gucke ich mir halt diese TikTok-Statte. For everyone that doesn't have any idea that Roblox is currently down, as you can see, the page is absolutely not responding to anything. Aha. And this is why. So Roblox and Chipotle got together to make this Roblox event for Halloween. So within 10 seconds of the game being released to the public, over 14 million people instantly joined the game and destroyed the Roblox servers, which caused a bunch of kids to rage at their computers because they... Das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich hoffe, dass das jetzt mal ein bisschen schneller lädt. Okay, während das lädt, gucken wir uns weiter den TikTok an. Because they can't play Roblox. But there's no need to worry, guys, because Roblox is coming back online tomorrow at 7 p.m. Eastern Standard Time. This is why Roblox... Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Vor 2 Tagen hat er gesagt, dass es am nächsten Tag wieder online geht. Gar kein Problem. Jetzt schauen wir uns mal die Chipotle Game Visits an. Null in den past 24 hours, ist auch klar. So, hier lädt auch alles so lange. Habe ich... Das ist totaler Schwachsinn. Und selbst wenn, würden die Chipotle Server vielleicht ein bisschen strugglen. Aber nicht ganz Roblox würde down gehen. Request failed, ja. Ist mir klar, dass Request failed. Gehen wir mal zur Homesite von Artrek. Selbst die braucht so lange. Was soll denn das? Ja gut, dann halt kein Chipotle. Das ist Schwachsinn. Roblox ist darauf ausgelegt, dass Millionen Spieler gleichzeitig Spiele spielen können. Es geht nur um Scaling bei dieser ganzen Sache. Die Roblox-Server würden nicht einfach so down gehen deswegen. Dann gab es auch noch die Behauptung, oh Gott, dass Adopt Me schuld ist. Wir skippen mal hier so ein bisschen rein. DK Players. And because of that, that caused like a major glitch. It's probably because of the new Halloween update, so if you want me to do a video on that, just comment down below. Das neue Adopt Me Halloween Event hat für einen kleinen Glitch gesorgt, der die ganzen Roblox-Server down gehauen hat. Und wie sollte dieser Glitch aussehen? Wo hast du die Informationen her, Coco Kitties? Also for real, die Leute erzählen irgendwas und belegen es nicht mal. Woher kommt diese Information? Und über Chipotle hat sie auch erzählt, oder was? Alles klar. Und natürlich unser All-Time-Favorite, der Brookhaven-Fluch. Zumindest einer meiner Favoriten. Aber ich kann auch TikTok nicht mehr aufrufen. Was ist denn heute los? Oder haben die den TikTok... Hat er den TikTok offline genommen? Ja, das ist so ein Schwachsinn. Das ist eine Roblox-Studio-Message. Wenn man Roblox-Studio... Das ist übrigens das alte Roblox-Studio-Logo. Das heißt, die ist uralt. Und wenn man Roblox Studio öffnet, dann würde, niemals würde Roblox Studio im Roblox, oder Roblox im Roblox Studio eine Message an alle Roblox-User schicken. Hi Robloxians! Unfortunately, we have some bad news to share with you. Roblox will be shutting down for June of 2020. Wie kommt man auf so einen Müll? Okay, Crafter hat mir jetzt auch noch ein GIF gesendet. Das öffne ich natürlich auch einmal hier auf dem Bildschirm. Dann kannst du es erklären. Da oben war der Peak. Da 15.000 Spieler. 15.000 Spieler, ah ja, alles klar. Was waren es angeblich? 14 Millionen? Ja, das sind die 14 Millionen Spieler, die Roblox zum Crashen gebracht haben. Für mehrere Tage. Und guck mal, wie es dann auch runterging, ne? Also, macht absolut da waren doch gar nicht die Server Crashs. Ja. Da ging erst die Server Crashs los, nach diesem Einter da. Ja, also, hier so ging die Server Crashs los. Ja, also es hat 0,0 mit Chipotle zu tun. 0,0. Und was ich auch gesehen habe, DDoS, Roblox wurde gededost. Kennt ihr das, wenn Roblox gededost wird? Wir gucken uns das erstmal an. Wir sind hier auf Twitter. The DDoS Rumors ended up being false. Was? Wie kommst du denn darauf, dass Roblox nicht gededost wurde? Okay, ich kann euch mal erklären, was DDoS überhaupt bedeutet, weil viele Leute wissen ja nicht, was ein DDoS wirklich ist. Zeichne es am besten. Das hier ist ja der Roblox-Server. Der ist momentan auch glücklich, weil er nicht gededost wird. Und wenn jetzt der kleine Peter kommt und eine Request an den Roblox-Server sendet. Zum Beispiel schickt mir die Roblox-Webseite. Dann ist das eine Anfrage, worauf er eine Antwort gibt. Man kann aber auch eine leere Anfrage schicken. Einfach nur ein Ping, um zu schauen, ob der Server überhaupt existiert. Dann schreibt der kleine Peter einfach nur Ping. Und der Server sagt dann Ping zurück. Beide sind glücklich. Wofür macht man das? Um zu sehen, ob ein Server überhaupt da ist. Das können wir jetzt mal machen mit dem Roblox-Server in Frankfurt am Main. Da habe ich hier nämlich die IP. Und hier können wir jetzt sowas reinschreiben wie Ping und dann die Adresse von Roblox. Und da kommen Antworten. Und zwar 4 Antworten kommen von den Roblox-Servern. Wir haben alle so um die 20 Millisekunden gebraucht und ich weiß, okay, die Roblox-Server sind nicht down, die sind da. Man pingt sie an und sie pingt zurück. Schön. Damit ihr auch sehen könnt, dass das die Roblox-Adresse ist, wir können auch zum Beispiel schreiben ping roblox.com. Und dann kommt eine Antwort zurück von den gleichen Servern.
128, 116, 132, 3. Genauso wie hier. Frankfurt am Main, genau. Alle sind glücklich, weil die Roblox-Server sind da. Gut, was ist jetzt eine DDoS-Attacke? Eine DDoS-Attacke ist, wenn nicht der Peter oder der Paul, sondern auch noch die Aileen, die Charlene, der Max, der Jochen und der Fritz gleichzeitig einen Ping an Roblox schicken. Aber die würden gar nicht reichen. Man bräuchte nämlich noch ein paar mehr Leute. Und von denen bräuchte man dann auch nochmal ein paar mehr Leute. Und naja, wir müssen sie mal ein bisschen kleiner machen, weil sonst passt das ja eigentlich gar nicht alles hin. Und davon bräuchten wir dann auch nochmal ein paar mehr Leute. Und davon bräuchten wir dann auch nochmal ein paar mehr Leute. Und die müssten zum Beispiel alle gleichzeitig einen Ping an Roblox senden. Und der Roblox-Server wäre dann komplett überfordert, weil er gar nicht weiß, wem er zuerst zurückpingen soll. Das ist eine Distributed Denial of Service Attack, kurz DDoS, weil der Roblox-Server damit nicht klarkommt. Die Roblox-Server kommen aber mit so einer Anzahl an Anfragen locker klar, weil so viele Anfragen kriegen die Roblox-Server normalerweise. Das ist gar kein Problem. Ein Roblox-Server zu DDoSen ist richtig schwer, weil das sind riesige Servernetzwerke, die darauf ausgebaut sind, dass sie nicht gedDoSt werden können. Die haben auch DDoS-Schutz. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel die ganze Zeit schreiben, hier Ping und dann diese Adresse und das immer und immer wieder. Ich bräuchte mehrere Konsolen, die das machen, weil der wartet erstmal auf die Antwort. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit mache, dann wäre das immer noch keine DDoS-Attacke, weil der Server würde sich denken, hä, warum schickt er so viele Anfragen? Mir egal, mache ich einfach mit. Aber wenn dann, keine Ahnung, Millionen Anfragen gleichzeitig kommen, würden die Roblox-Server irgendwann sagen, okay, das ist eine DDoS-Attacke. Und wisst ihr, was passieren würde, wenn man Roblox DDoSen würde? Erstens, die Roblox-Server würden nicht nach 20 Millisekunden antworten. Und zweitens, nicht die Roblox-Services wären down, weil das sieht man ja hier, dass die ganzen Services von Roblox down sind. Nein, sondern die Roblox-Webseite wäre down, weil die wäre das Ziel von einer DDoS-Attacke. Wenn man Roblox einen Schaden zufügen will mit einer DDoS-Attacke, dann greift man nicht die Xbox-App an, dann greift man auch nicht den Asset Delivery Service an, dann greift man die Roblox-Webseite an, weil wenn die Webseite down ist, können die Spieler nicht mehr Roblox spielen. Und das ist ein viel einfacheres Ziel als einfach alle anderen Services außer die Webseite. Deswegen, es macht gar keinen Sinn, eine DDoS-Attacke in dem Ausmaß zu ziehen und die würde auch gar nicht funktionieren. Ich hoffe, wir haben den DDoS eindeutig aus der Welt geräumt. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ein DDoS ist. Craft, hast du verstanden, was ein DDoS ist? Ja, klar. Wunderbar. So, was hatten wir denn noch alles für Rumors? Ah ja, dass der Roblox-CEO tot ist. Ja, genau. Kennt ihr das? Vor ein paar Tagen noch auf Twitter gepostet, yo, schreibt den Roblox-CEO Fragen, wie es dem so geht oder so, und er wird sie beantworten. Ja, das TikTok wurde inzwischen auch offline genommen, deswegen kann ich es nicht mehr sehen. Schade. Und dann kommen Leute und sagen, Roblox ist down, weil der CEO tot ist. Selbst wenn der CEO tot wäre, würde Roblox weiterlaufen, ganz im Ernst. Gehen wir mal auf twitter.com. Oh, ich habe gerade was gelesen. Was denn? The Roblox website went down for a second and leaking my IP address live on livestream. And now I'm getting DDoS. Creecraft. Was? Warte. Ernsthaft? Hat er gerade getwittert? Das möchte ich sehen. Kannst du mir den Link schicken? The Roblox website went down for a second, leaking my IP address on livestream and now I'm getting DDoSed. Be back in a bit. Das ist die Sache. Wenn man die IP-Adresse von jemandem hat, kann man die Person DDoSen. Das geht mit Personen einfach, mit Roblox geht das nicht so einfach. Schöner Zufall. Das ist echt ein schöner Zufall. und wie man sich vor einer DDoS-Attacke wehrt, man wechselt einfach die IP-Adresse. Man schaltet seinen WLAN-Router aus und wieder an. Und dann kriegt man eine neue IP zugewiesen und die DDoS-Attacke ist vorbei. So wehrt ihr euch dagegen. Ist natürlich blöd, wenn man gerade livestreamt, weil dann ist der Livestream down. Und übrigens, wenn ihr mal auf die Idee kommt, ich habe die IP-Adresse von jemandem, nicht DDoS den jetzt, weil das kann man sich ja für 2 Euro irgendwo im Internet kaufen. Das ist sowas von illegal. Macht das einfach nicht. Es kann richtig hart auf euch zurückkommen, wenn ihr jemanden DDoSt. Vor allem, wenn ihr keine Ahnung vom DDoSen habt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der DDoS auf euch zurückzuführen ist. Weil diese ganzen Services, die speichern eure Daten. Aber es war noch nicht so sicher und dann haben sie es nochmal zurückgezogen und jetzt haben sie es nochmal rausgehauen. Weil es ist schwer. Es ist wirklich schwer, wenn man ein richtig hartes IT-Problem hat, den wirklichen Grund dafür zu finden. Manchmal findet man einen Grund, der aussieht wie ein Grund, kümmert sich um den und dann findet man auf einmal ein neues Netzwerk von viel weiteren Fehlern. Deswegen, ich habe da vollstes Verständnis für, dass das länger dauert. Und ihr braucht keine Angst haben, dass Roblox jetzt einfach für immer down sein wird. Das könnte vielleicht sogar ein paar Tage dauern. Dann ist es so. Es tut mir dann echt leid, wenn ihr gerne Roblox spielen wollen würdet. Es gibt noch andere Sachen, die ihr spielen könnt. Ihr müsst einfach damit leben. Und ich gehe davon aus, dass Roblox das richtig machen wird, dass die den Fehler finden werden, ihn beheben werden und Roblox am Ende sogar noch viel besser laufen wird als vorher. Weil das wird ja wahrscheinlich ein Problem sein, dass sie jetzt eine Weile lang mitgecarried haben, dass sie jetzt endgültig beseitigen wollen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum das so lange dauert. Und wenn ihr mal wieder irgendwelche Screenshots seht, die angeblich von Roblox sind, geht auf die Seite, auf die Twitter-Seite von Roblox und guckt nach, ob die das wirklich gepostet haben, weil ihr seht, das sind die Tweets. Das sind die 3 Tweets, die Roblox rausgehauen hat zu der Roblox-Down-Phase.
Alle anderen Tweets, Screenshots, die ihr gesehen habt, die waren fake und man kann so einfach Screenshots faken. Wir gehen hier rein, gehen wieder auf Untersuchen, sehen hier in der Span, da ist der Text drin und können jetzt ändern, keine Ahnung. Ich habe mich gerade eingeschissen, lol. Oh mein Gott, Roblox hat das gepostet. Gehen wir einfach mal ins Snipping-Tool rein, bam. Und jetzt haben wir einen Screenshot, der sieht richtig echt aus, weil er einfach sowas von echt ist. Der ist einfach von der richtigen Webseite. Da sieht man nicht, dass da was gefotoshoppt wurde, weil man es gar nicht photoshoppen muss. Das ist so einfach, Tweets zu fälschen. Und dann kommen Leute, machen halt sowas, posten das auf Twitter und alle Leute glauben das dann. Was? Roblox hat getweetet, dass sie sich eingeschissen haben? Was für Opfer, peinlich, oder? Guckt einfach immer nach, wenn ihr irgendwas seht. Weil ihr könntet euch das angucken, seht in dem Screenshot, ah okay, das ist ein Tweet vom 30. Oktober um 12.36 Uhr. Dann geht ihr auf die Seite von Roblox, seht, die haben einen Tweet am 30. Oktober, klicken den an, oh, der ist auch von 12.36 Uhr, was für ein Zufall, und hier steht was ganz anderes, dann wird das wohl der Tweet sein, weil alle Kennzahlen stimmen. Und dann wisst ihr, dass der Screenshot, den ihr eben gesehen habt, fake ist. Fake News. Fangt einfach an, die Dinge zu hinterfragen, die ihr seht. Selbst wenn ihr sie glauben wollt, selbst wenn ihr wollt, dass das, was da steht, richtig ist. Selbst wenn ihr glaubt, das ging ja auch rum. Yo, 16 Uhr werden die Roblox-Server wieder online sein. Haben alle am Freitag bei mir in den TikTok-Kommentaren geschrieben. Und weil es alle geschrieben haben, haben es alle geglaubt. Und dann waren sie 16 Uhr alle enttäuscht. Weil Roblox hat das nie getweetet. Aber alle haben geschrieben, ja, das hat Roblox gesagt. Alles, was Roblox gesagt hat, ist hier zu sehen. Auf Twitter erstellt euch einen Account, folgt Roblox und vor allem folgt Conny. Conny, so gute Tweets, wie zum Beispiel dieser hier. So gute Tweets. Gut, genug Eigenwerbung. Müssen wir dann Spiele neu anfangen? Nein. Nur weil die Roblox-Server down sind, heißt das nicht, dass ihr dann neu anfangen müsst mit allem. Die Daten, die sind sicher alle noch da. Das Problem ist halt nur, dass die Services offline sind. Es ist nicht so, dass eure Accounts gelöscht sind, dass ihr irgendwas neu anfangen müsst. Ganz viele Leute haben geschrieben, ja, ich erstelle mir einen neuen Roblox-Account. Wofür? Meldet euch mit eurem alten Account an. Es wird alles wieder da sein. Es ist kein Problem, ihr müsst halt nur warten. Die haben doch Save. Genau, die haben immer Backups. Das ist ein Riesenunternehmen. Bei denen gehen keine Daten verloren. Leute, ich habe das Spiel gelöscht. Ihr braucht Roblox nicht löschen. Ihr müsst einfach nur ein bisschen warten. Das war's. Oh, hier. Sind die es über TikTok? Ich habe einen guten gefunden. Und das glauben auch noch ganz. So. Jetzt hat Crafter diesen TikTok rausgesucht. Und wir sehen. An der Seite nur stehen wir tanzen und. Wow. Ich liebe TikTok. We are so sorry to announce, but you bankrupt in over 10,000 inappropriate content. We have no choice but to shut down all game servers. Ab der Stelle können wir schon stoppen. Erstens, Roblox würde niemals offizielle Meldungen machen mit falscher Grammatik. Zweitens, Roblox geht nicht von einem Tag auf den anderen pleite. Wie schon einmal gezeigt, Roblox ist ein Multimilliardenunternehmen an der Börse. Der Börsenkurs, der läuft gut für Roblox. Hier sehen wir es noch einmal. Roblox Börsenkurs hält sich stabil. Ihr seht hier 80,02 Dollar. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ja, das ist gar nicht mal so viel, aber das ist ein Share. Dass die Leute sagen, dass durch das Halloween-Update von Adopt Me die 4,8 Millionen Spieler hatten und deshalb die Server down. Ja, vor allem, was haben die immer mit dem blöden 4 Millionen oder 14 Millionen oder 40 Millionen? Ich habe auch schon 400.000 gelesen. Digga, wen juckt das? Okay, wir schauen es uns an. Of course, it's Adopt Me. Alles klar. Guck mal, wie viele Spieler. Guck mal da unten. Guck mal, ey. 800.000 Spieler. 800.000 Spieler. Wow. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Kein Spiel hat Roblox gecrashed. Das hat Roblox, glaube ich, auch getweetet. Roblox hat hier getweetet, dass es nichts mit irgendwelcher Experience oder irgendwelchen Partnerschaften zu tun hat. Damit exkluden sie. Damit sagen sie eindeutig, es hat nichts mit Chipotle zu tun. Es kann nichts mit Adopt Me, Brookhaven oder irgendeinem anderen Spiel zu tun haben. Es ist egal, ob die irgendwelche Halloween-Events hatten. Es ist vollkommen egal. Es kann nicht daran liegen. Roblox hat das ausgeschlossen. Und Roblox hätte das gar nicht ausschließen müssen, weil es einfach kompletter Schwachsinn ist. Oh, ja, warte hier. Da muss ich dir aber gleich auch noch was sagen, was mir sofort aufgefallen ist. Vielleicht fällt sich das auch sofort auf. Mhm. Also, das TikTok fake normal. Und dann achte mal, was dann passt. Vor allen Dingen auch mit den Quellen. Achte vor allen Dingen auf die Quellen. Okay. Wir schauen es uns an. So, Roblox ist länger down als 40 Stunden und immer noch nicht zurück. Okay. 40 hours now and Roblox isn't back yet. Something seems off. Something seems off, auf jeden Fall. Was seems denn off? Was siehst du so? Off. After Roblox crashed, they did say they're gonna be back in a few hours. Nachdem Roblox crashed hat, Roblox gesagt, sie sind in ein paar Stunden zurück. Und sie blendet einen Screenshot ein von Roblox Data. Und wo steht da, dass sie ein paar Stunden... We'll update you if we receive any further information. Wo steht, dass sie in ein paar Stunden zurückkommen? But they were not. Was? Sie waren es nicht? Guck mal, was das steht. And they said they're gonna be back at 7 AM EST. Guck mal die was? Quelle. Sie haben nie gesagt, wann sie wieder online sind. Guck mal die Quelle von ihr. Warte, guck mal jetzt. Das hier ist ein Screenshot, in dem steht, es ist 7 Uhr morgen
Und Roblox ist immer noch down. Da steht nicht mal die Behauptung, dass Roblox dann online kommen wird. Da steht, dass es immer noch offline ist. Und es ist nicht von Roblox, sondern es ist von irgendeiner Sparkle Squad. Ohne Likes. 10 minutes ago. Würde mich nicht wundern, wenn du das bist. 7 p.m. 30th October, but they're not. Was? And then people said they were gonna... Dann haben die Leute gesagt, sie werden 2 Uhr nachmittags zurück sein. Be back at 2 p.m. Ich dachte, yesterday Roblox said tomorrow it would work at 2 p.m. Wann? Wo? Woher bezieht ihr eure Informationen? Was sind eure Quellen, Leute? But they're not too. Was? Also Roblox clarified. The reason for that crash. Okay, the nice claims Chipotle partnership brought down the game. Roblox has rubbish claims, ja. Es hat, liegt nicht an Chipotle. Und dann? The reason for their crash has nothing to do with the Chipotle event. Ja? And nothing to do with the Adopt Me event. Ja? So, what could it be? I was kicked out of the game as well. Was? Und warte, was ist hier gerade über den Screen gelaufen? Willst du mich verarschen, Lady? So sah das für dich aus? So sah das für dich aus? Watch Dogs einfach. Auf jeden Fall, Bro. Now they say, wo? Ja, wo? Was sind deine Quellen? Mädchen, was ist los mit dir? But if it's not, people say it's gonna be back on the 1st of November. Und die hat noch mehr. Am 1. November? Oh mein Gott. Und sie blendet diesen gefälschten Screenshot ein, der auch gar keinen Sinn macht. Wir haben den schon komplett... Die möchte nur Attention grabben, das ist offensichtlich. Die möchte einfach nur Klicks und Views und was nicht alles haben, indem sie so einen Müll postet. Wie gesagt... Aber die Leute glauben sie wirklich in den Kommentaren. We are so sorry to announce, but due to bankrupt. Das heißt erstens due to bankruptcy, wenn du schon so schreibst. And over 10,000 inappropriate content. 10,000 inappropriate was? 10,000... Denn, hä? Uploads? Updates? Data? Files? Das Schlimme ist, die Leute glauben dir wirklich. Also das meine ich wirklich. Die schreiben unter den Kommentaren, dass sie dir das wirklich glauben und so. Wisst ihr, womit sie sich dann aus der Affäre ziehen kann? Ich stelle doch nur Fragen. Sie stellt nämlich keine Behauptung auf. Sie fasst ja nur diese ganzen Lügen zusammen und sagt dann, da muss wohl was dran sein. So, und der komischste habe ich dir jetzt... Warte, ich gucke das noch zu Ende. Nein! Roblox ist weg für immer. Auf jeden Fall. Alter. Jetzt wird's schlimmer. Noch schlimmer? Ja, noch viel, viel schlimmer. Wie kann man so schlimm sein? Oh mein Gott. Du kannst mit einer Secret VPN, die macht auch noch Werbung für eine VPN? Die macht Werbung für eine VPN. Alles klar, Bro. Count I, Blocks, Glitzhead, Size, make sure, das hat nichts mit der VPN zu tun. Und oh mein Gott, du bist drin. Alles klar. So ist es, wenn ihr in Brookhaven jetzt reinkommt, dann sind alle Roblox-Spiele einfach tot. Alles klar. Oh mein Gott, derselbe Arrow-Effekt, als sie aus Roblox rausgekickt wurde. Oh mein Gott, es ist einfach genau dasselbe. Erinnert ihr euch an das Muster? Erinnert ihr euch an die geheiratete Maus für die Bildschirmaufnahme? Oh mein Gott. Du wurdest gehackt. Okay. Warte, du, hier, Mr. Flimflam, ne? Ja. Den kennst du doch, oder? Ja. Der hat ein Meme-Video gemacht, das letzte, was er hochgeladen ich weiß, hat. Das habe ich gesehen, das fand ich ganz lustig. Das, ja, und guck mal, was sie gemacht hat. Wer, sie sagt, das ist real. Is Roblox gonna be deleted forever? Sie macht's einfach nach. Warte. You guys were freaking out. A builder man just messaged us. He's deleting Roblox. Everywhere. It's true, he told me himself. Man sieht doch so sehr, dass der das ironisch meint. Er meint das ironisch, er findet das lustig. Oh mein Gott, Roblox ist tot. Roblox wird nie wieder kommen. Builderman hat es gelöscht. Er lacht dabei. Und sie macht daraus einfach... Oh Gott. We won't be back. Thanks for everything. Share this video. Alles klar. To stop Roblox from getting deleted. Alter, die gehört wirklich gecancelt. Die gehört sowas von gecancelt. Und guck mal, wie viele Likes und auch... Ja. Ich will nicht mehr. Ich das will Schlimme nicht mehr, ist, Leute. Zuerst sagt sie alles noch, wo man denkt, ey, okay, ja, kann man ja Informationen, ne? Das kann ja auch Fehlinformationen ist. Aber danach ging's, danach hat sie schon wieder ihr typisches. Und wir schauen uns an. I can't, and something seems off. Warum seems denn immer noch something off? This is the first was hast du denn jetzt schon wieder gesehen, Mädchen? It's been down for more than 24 hours. Oh mein In Gott. The past, the maximum Roblox has ever been down has only been a few hours.
Could there be some sort of attack? Was? Was hast du denn für Indizien dafür? Erzähl mal, Mädchen. Warte noch, das wird doch besser. Apparently are all the DNS-Servers getting hacked. Das Gegenteil haben wir in der Konsole gesehen. Wir erinnern uns. Ping? Vor allem die DNS-Servers haben übrigens nichts mit Roblox zu tun. Wenn ich jetzt schreibe ping roblox.com, dann wird eine Anfrage an irgendeinen DNS-Server geschickt, der dann für mich raussuchen soll, welche IP-Adresse ist überhaupt roblox.com, und dann leitet er meinen Ping weiter. Das machen DNS-Server. Die DNS-Server gehören nicht Roblox. Und wir finden raus, das ist die IP-Adresse, die mir der DNS-Server zurückgegeben hat. Und der Roblox-Server unter der IP-Adresse hat mir auch zurückgeschickt: Hey, ich bin noch da, mir geht's gut. Und dir so? Cool, oder? Even though this isn't confirmed, there is a credible Roblox developer source that did say this is happening. Warte, was hast du gerade eingeblendet? Hier hat jemand versucht, irgendeine Roblox API anzusprechen. Und was genau zurückkam, also von den Servern kam nichts zurück, außer dass die Server scheinbar online sind. Say this is happening. There are also rumors going around saying that Roblox is gonna be down all the way until November. Was? Also, the latest post by Roblox on Instagram has stated that they are trying to fix the issue. But why is it taking so long? Ja, warum? Bei so einem riesen Netzwerk, bei denen tausende Server miteinander verknüpft sind, in einem ganz komplexen, vermaschten System, warum brauchen die so lange? Could the Mr. Brookhaven Theory actually be true? Could the Mr. Brookhaven Theory actually be true? Wenn. Also, sie erzählt's ja jetzt. Mhm. Okay, ja, also es heißt, dass am 30.10., was ja gestern war, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass da die Roblox-Server crashen sollen, wegen einem Fluch. Der Crash war aber nicht am 30., sondern am 29. Oder am 28.? Ich weiß es gar nicht mehr. Am 29., oder? Nee, am 28. mitten in der Nacht eigentlich. Ungefähr. Naja, ich möchte das auf jeden Fall nicht mehr sehen. Ich habe keine Lust mehr, Crafter. Roblox is coming back. Oh mein Gott, Roblox is coming back and I'm with you. Ja. Weil das hast du nämlich vorhin noch nicht angesprochen. Weil, also wir konnten das nicht richtig ansprechen. Wir haben nur gesagt, dass es so war, weil wir dazu nichts gefunden haben. Aber hier auf TikTok, und das ging natürlich auch viral immer so sein. Fake News müssen immer viral. Leute, teilt keine Fake News. Guckt einfach immer, wenn ihr neue Informationen bekommt. Macht das Sinn? Zeigt die Person Quellen an? Und sind die Quellen, beziehen sich die Quellen auf irgendetwas, was real sein könnte? Aber guck dies an, was das... So I can't play Roblox, cause over 14 million fatties broke Roblox in 10 seconds. For a burrito? Ja, 14 Millionen Leute. Wie viel waren es immer? 15.000, ne? Ja, es waren ungefähr 14.000. 14.000 Leute. Großer Unterschied. Oh, hier ist noch, ich habe den letzten gefunden. Den musst du auch nochmal. Tut dein Hören gerade weh? Ja, ich will irgendwie nicht mehr. So viel Müll da draußen. Bye. Alles klar. Hacker sind in die Gamefiles reingegangen und deswegen ist der Asset-Service down. Frag ich mich. Deswegen ist der Marketplace-Service down. Deswegen ist der Studio-Service down. Weil die in Webchat die Game-Files gegangen sind. Vor allem sagt Roblox ja nicht mehr Game, sondern Experience. Ich bin jetzt ein paar Mal durch das Video von Aborg durchgeklickt. Der scheint sich tatsächlich auf echte Quellen zu beziehen, wie die offizielle status.roblox.com-Seite und den richtigen, das Dev-Forum und richtige, wo sind die Twitter? Und richtige Tweets von Roblox. Das finde ich in Ordnung. So soll man es auch machen. Okay. Also eigentlich kann jeder Fake sagen, aber es gibt welche, die das auch glauben. We're shutting down. Thanks for the money, losers. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Thanks for the money, losers. Aber es gibt wirklich Leute, die das glauben. Ja. Also wirklich. Roblox war ein Scam. Schon all die Jahre. Die haben nur gewartet, bis so viele Leute in der Börse kaufen. Aber nicht zu vergessen, die einzige Quelle, die wirklich true ist. Und Leute, ich zeige euch jetzt den wahren Grund, warum Roblox down ist. Mr. Beast hat die Roblox-Server gecrashed, um ihn neue zu kaufen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Crafter. Das war's und ciao! Yeah.